So, hallo, ja. Wenn man mit Elektronik, insbesondere aus den Bereichen Computer, Spielekonsolen, klassischer Computer oder generell, nennen wir es jetzt mal, computerisierte Sachen zu tun hat, dann hat man höchstwahrscheinlich schon mal das hier gesehen. Oder das hier hätte ich noch, vielleicht auch das hier und im Angebot wäre noch das hier. Das sind Speicherbausteine, sogenannte BROMs, EEPROMs, EEPROMs oder Flash-Speicher. Und auch wenn man jetzt nicht so in der Materie drin ist, kennt man eigentlich viele davon. Den hier zum Beispiel, das ist aus meinem alten Mainboard, der BIOS-Chip. Das ist ein Flash-Speicher, wo das BIOS drauf gespeichert ist. Oder auch das hier dürfte das Leben von vielen von euch beeinflusst haben. Das ist nämlich ein Sega Mega Drive-Spiel. Also in so einem Spielmodul sind eigentlich hauptsächlich Speicherbausteine wie diese hier drin. Oder hier zum Beispiel habe ich ein Gameboy-Spiel, da ist ebenfalls so ein Speicher drin und das ist jetzt kein Flash-Speicher wie beim Mainboard, sondern ein BROM. Und wo der Unterschied zwischen BROM, Flash, EEPROM etc. ist, das erkläre ich euch jetzt ganz kurz. Die einfachste Variante ist der eben erwähnte BROM. Der wird bei der Herstellung schon programmiert im Werk und den kann man dann später auch nicht wieder beschreiben oder auch löschen, sondern muss dann etwas benutzen, was man einen EEPROM nennt. Das E steht für Erasable und ja, das ist sowas hier. Und wie ihr seht, die EEPROMs haben alle hier so Sichtfenster. Da sieht man auch, dass der Chip eigentlich ganz klein ist. Also der graue Bereich hier, das ist der Chip. Der Rest ist eigentlich nur Gehäuse. Und ja, dieses Sichtfenster, das ist nicht dazu da, um den Chip zu beobachten. Nein, das wird wirklich dazu benutzt, um den Chip zu löschen. Dafür gibt es das hier. Das ist quasi ein Mini-Solarium. Das macht man auf. Da ist eine Neonröhre. Die strahlt UV-Licht aus. Und dann nimmt man einfach hier den EEPROM, legt ihn umgekehrt da drauf, macht das Ganze zu, drückt auf Start, wartet 5 bis 20 Minuten und der EEPROM ist gelöscht. Man muss allerdings aufpassen, anders als beim normalen Solarium wird hier starkes UVC-Licht ausgestrahlt. Das verursacht Augenschäden, verursacht Krebs, also ist das auch so ein Sicherheitsschalter, dass man das nicht anschalten kann, während das offen ist. Das ist ein bisschen umständlich, jedes Mal 20 Minuten zu warten, bis so ein EEPROM gelöscht ist. Daher gibt es den EEPROM. Der ist elektronisch löschbar. Der sieht eigentlich genauso aus, hat halt kein Sichtfenster, so zum Beispiel. Und den kann man dann auch in der Schaltung später elektronisch löschen und wieder beschreiben. Der nächste Typ, den eigentlich die meisten von euch kennen dürften, das ist der Flash-Speicher. Also wie gerade erwähnt, ein BIOS-Chip ist zum Beispiel ein Flash-Speicher. Aber auch in jedem USB-Stick findet man einen Flash-Speicher oder in der Speicherkarte, einer SD-Karte zum Beispiel. Und den kann man ebenfalls elektronisch löschen und wieder beschreiben. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Thema, wie beschreibe ich so ein EEPROM? Wenn man zum Beispiel sein BIOS zerflasht hat und ja, will den BIOS-Chip austauschen, kann man sich auch entweder den wieder neu programmieren oder man kauft sich einfach einen neuen leeren und schreibt da sein BIOS drauf. Oder man denkt, ich habe hier Legend of Zelda, super Spiel, aber langsam ist es ein bisschen langweilig. Ich will mal was anderes spielen, will jetzt nicht so viel Geld ausgeben für ein neues Spielemodul, weil die auf eBay mittlerweile richtig teuer sind. Daher löte ich jetzt einfach mal hier diesen PROM aus und dann nehme ich mir hier so einen Flash-Speicher, programmiere da, was weiß ich, Super Mario drauf und löte den hier wieder ein. Und tada, ich kann Super Mario spielen. Das wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. Und es ist eigentlich so einfach. Man braucht einfach nur diesen PROM, ein EEPROM-Beschreibgerät, nennen wir es mal so. Und dann kann man sich hier selber ein Modul basteln. Und da fängt das Problem an. EEPROM-Beschreibgeräte sind nicht günstig. Also hier zum Beispiel, das ist eins von der deutschen Firma, Badtronics. Ist ja schon so ein fortgeschrittenes Gerät, also nicht mehr unbedingt Einsteigerklasse. Und da wird man auch seine 200 bis, man kann viel ausgeben, sagen wir es mal so, los. Und ja, das ist für den Hobbybereich meistens nicht rentabel. Aber es gibt Abhilfe. Die Chinesen sind mittlerweile auch auf dem Markt für EEPROM-Programmer, EEPROM-Brenner nennt man es auch. Und hier habe ich zum Beispiel einen, das ist der TL-866. Den bekommt man direkt aus China auf eBay für 30 bis 70 Euro, je nachdem, was für Zubehör dabei ist. Dazu aber später mehr. Und ja, von dem will ich jetzt mal so ein kleines Unboxing machen. Schauen wir mal, was da dabei ist. Dann schließen wir den mal an den Computer an und probieren mal aus, was man da alles damit beschreiben kann. Denn, warum habe ich mir den überhaupt gekauft? Weil ich habe ja hier eigentlich einen guten. Der kann nicht nur EEPROMs programmieren, sondern kann neben EEPROMs auch Mikrocontroller beschreiben. Zum Beispiel Mikrocontroller von Atmel, wie sie im Arduino eingesetzt werden oder vom Microchip. Zusätzlich kann der auch noch Logikbausteine testen. Also hier diese ganz einfachen Logikbausteine, wie man sie auch in alten Computern findet, kann man damit testen. Also wenn man sie auslötet, kann man sie reinstecken und ein Testprogramm laufen lassen. Man kann zusätzlich auch noch programmierbare Logikbausteine programmieren, was eigentlich der Hauptgrund ist, warum ich den gekauft habe. Ich habe hier
hier solche GAL 16V8, das sind PLDs, also Programmable Logic Devices. Da kann man dann quasi hier so ein ganzes Pack von Logikbausteinen einsparen und direkt hier drauf programmieren. Ist zwar nicht die allerneueste Technik, aber die haben den Vorteil, dass ich die programmieren kann und direkt in den alten Computer reinstecken kann, weil die funktionieren mit 5 Volt, brauchen keine Zusatzhardware, ist also ideal. Und wie gesagt, das ist der Grund, warum ich mir diesen Programmer gekauft habe. Und was der auch noch kann, ist RAM-Bausteine testen. Aber genug geredet, schauen wir uns das gute Stück mal an. Und was als erstes auffällt, ist die Verpackung. Die ist für ein chinesisches Produkt schon recht hochwertig. Also meistens, wenn man sowas aus China bestellt, bekommt man das nur in einer Plastiktüte. Und hier hat man sich wirklich die Mühe gemacht, ein richtiges Produkt zu designen. Also inklusive Verpackung. Ansonsten ist hier eine Delle in der Verpackung, weil das Ganze kam aus China in einem Umschlag. Dafür hat es keine Versandkosten gekostet. Naja, schauen wir mal, ob das Ganze noch heil geblieben ist. Und ansonsten, hier vorne sieht man noch, dass es zwei Varianten gibt. Also die CS und die A-Variante. Dazu aber später mehr. So, jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Hier haben wir den Programmer in einer Plastiktüte. Also wie gesagt, meistens bekommt man die Sachen nur so in der Plastiktüte. Und so der erste Eindruck ist eigentlich richtig gut. Fühlt sich schwer an, fühlt sich hochwertig an. Wir haben hier einen professionellen Nullkraftsockel. Also da kann man den EC reinstecken. Kann ihn festklemmen und auch wieder lösen, ohne dass sich die Beine verbiegen. Ansonsten USB-Anschluss, zwei LEDs und ein richtig schön kompaktes Gehäuse. Also wenn ich jetzt mit meinem Betronics vergleiche, der ist schon recht klein, aber dieser Mini Pro, wie der Name schon sagt, ist nochmal etwas kleiner. Ansonsten schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Wir haben hier so einen Kabeladapter, haben ein USB-Kabel und eine Treiber-CD. Und dieses Kabel ist auch der Unterschied, den es zwischen den zwei Versionen gibt. Also es gibt die CS und die A-Version. Ich habe die A-Version, da ist das Kabel dabei. Bei der CS-Version ist das Kabel nicht dabei. Und da gibt es auch den Stecker hier nicht. Da kann ich nämlich das Kabel reinstecken. Und dann kann ich den Programmer als sogenannten In-System-Programmer benutzen. Ich kann also meinen Mikrocontroller irgendwo verbauen, kann dann hier das Kabel an meine Platine anstecken und kann den Mikrocontroller programmieren, ohne dass ich den rausnehme und hier reinstecken muss. Also das ist ganz hilfreich und ist auch einer der Gründe, warum ich mir hier diesen Programmer gekauft habe. Das war es eigentlich auch schon mit dem Programmer. Was sonst noch dabei war, ist das hier. Das sind einige Adapter. Ich mache das gerade mal auf. Diese Adapter sind für das Programmieren von Chips, die nicht gerade hier in diesem DIP-Gehäuse daherkommen, also die man direkt in den Programmer reinstecken kann, sondern zum Beispiel für das hier. Das ist ein Mikrocontroller in SMD-Bauweise oder auch dieser Flash-Speicherchip hier, den kann man nicht direkt in den Programmer stecken. Da braucht man so einen Adapter dafür und da ist auch noch eine Zange dabei gewesen, wo man dann die Chips wieder aus den Adaptern rausziehen kann. Zumindest hier diese PLCC-Chips kann man dann mit der Zange aus dem Adapter ziehen. Schauen wir mal, ob dieser kleine Mikrocontroller in den Adapter reinpasst. Das müsste dieser hier sein. Den drückt man hier runter. Setzt den Chip ein, so, und jetzt kann ich den Chip mit dem Adapter einfach in den Programmer reinstecken und ebenfalls beschreiben. Was wir jetzt machen werden ist, ich werde das Ganze mal an den Computer anschließen und mal schauen, was ich hier so programmieren kann. Hab ja hier diesen Mikrocontroller, hab hier noch ein paar Flash-Speicherchips, hab hier diese EEPROMs, hab hier programmierbare Logikbausteine und kann auch mal schauen, wie diese Logik-Testfunktion mit den Logikbausteinen hier funktioniert. Und ja, schauen wir mal, vielleicht finde ich hier auch noch mal was zum Testen. So, ich bin jetzt hier an meinem Computer und was ich jetzt auch schon gemacht habe ist, ich habe den Programmer an einem anderen PC ausprobiert, weil da ist Windows 8 in der 64-Bit-Variante installiert und da habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das mal aus, ob sich der Treiber installieren lässt, ob es da Probleme mit Treibersignaturen gibt, aber ich war richtig positiv überrascht, hat sich installieren lassen, ohne Murren und Knurren, läuft einwandfrei und was ich jetzt hier habe, das ist ein Windows 7 in der 32-Bit-Variante, also ein bisschen pflegeleichter. Und ich habe auch schon mal die aktuellste Software runtergeladen. Also man sieht schon, das ist ein etwas professionelleres Produkt. Es gibt einen Hersteller, was ja bei chinesischen Produkten immer ein bisschen schwierig ist. Und auf der Herstellerwebseite gibt es eigentlich auch schon richtig viel Softwareversionen. Also der Programmer wird unterstützt, es gibt Updates. Und ja, wenn ihr nicht Chinesisch sprechen könnt, ist eigentlich auch kein Problem. Hier seht ihr den Programmer, da rechts sind Links und wenn ihr da drüber fahrt, seht ihr auch schon, da unten führt das zu miniprouptate.htm. Also da gibt es die Downloads und die zwei Downloads-Links sind hier. Ihr könnt natürlich auch die Seite mit dem Google Translator übersetzen und ja, dann mehr oder weniger das Ganze in Deutsch lesen. Da sind die Download-Links. Wenn ihr das runtergeladen habt,
Dann bekommt ihr hier so eine Archivdatei, das ist eine RAR-Datei. Und wenn ihr das entpackt habt, habt ihr hier diese Setup-Exe-Datei, führt die einfach aus. Komischerweise ist da ein Pfad angegeben, der eigentlich unüblich ist, nämlich d://minipro. Ändert den also einfach mal ab auf das, wo ihr es installieren wollt. Und dann drückt auf Install. Nachdem dann die Software installiert wurde, müsste auch gleich der Treiber-Installer hochpoppen. Und da ist er auch schon. Einfach bestätigen. Dann öffnet sich hier das Fenster vom Treiber-Installer. Drückt dann auf Install. Und der Treiber wird installiert. Und, aha, was mich jetzt wundert ist, der 32-Bit-Treiber, der ist nicht signiert, aber der 64-Bit-Treiber ist signiert. Komisch. Und ja, aber man kann ja einfach hier auf Trotzdem installieren klicken und der Treiber wird dann hoffentlich installiert. Aber es scheint alles soweit geklappt zu haben. Und jetzt schließe ich mal den Programmer an. Und schauen wir mal, ob der erkannt wird. Ja, die Treiber werden jetzt endgültig installiert. Und die Treiberinstallation wurde erfolgreich abgeschlossen. Hier auf dem Desktop hat sich auch schon die Software dazu eingenistet. Ich führe die jetzt mal aus. Und wie angekündigt, werde ich jetzt mal hier so ein paar Chips ausprobieren, ob sich die beschreiben und auslesen lassen. Was ihr hier habt, das ist ein Flash-Speicher. Das ist ein AMD AM29F040B. Und ja, ich gehe jetzt hier auf die Chip-Auswahl und gebe mal hier die Nummer ein. 040B. Und der ist im DIP-Gehäuse. Wähle den mal aus und steckt den meine Programmer. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den auslesen können. Hier oben ist der Read-Knopf oder man kann hier auf Tools gehen oder nee, Device. Und hier auf Read und dann nochmal auf Read und der Chip wird ausgelesen. Warten wir mal kurz, bis das abgeschlossen ist. Und wir sehen jetzt hier in diesem Fenster, was auf dem Chip drauf ist. Ja, ganz interessant. Und jetzt probieren wir mal, ob wir den auch wieder beschreiben können. Dazu fülle ich jetzt hier das Codefenster mit Zufallszahlen. Dazu gibt es auch einen Knopf hier oben. Mal schauen, wo der ist. Ah, hier Fill Buffer. Und da wähle ich Random aus. Also ich will hier einfach zufällige Zahlen reinfüllen. Und das Ganze schreibe ich jetzt mal auf den Chip drauf. Gehe hier oben auf P wie Program. Und drücke auch hier auf Program. Und ja, das dauert auch noch kurz, bis der gelöscht ist. Und danach wird er dann beschrieben. Und der EEPROM wurde jetzt erfolgreich programmiert. Jetzt lädt er nochmal die Daten vom EEPROM runter, um die zu vergleichen. So kann er schauen, ob alles erfolgreich war. Und ja, erfolgreich programmiert. Also, wir haben jetzt hier einen recht modernen Flash-Speicher programmiert. Aber wir haben ja hier auch noch etwas ältere Bausteine. Und das sind D2716D. EEPROMs von NEC, also schauen wir mal, ob die da drin sind. Was ich allerdings schon gesehen habe, ist, ja, so ältere Bausteine werden nur sehr schlecht unterstützt, also vielleicht haben wir da Glück. D2716 und ja, wir haben schon mal keinen NEC. Wir hätten hier einen AMD, wobei ich jetzt nicht weiß, ob der kompatibel ist, müsste aber. Oder hier von Fairchild, das ist jetzt aber auch kein D-Typ. Schauen wir mal, ob wir generell 2716-Typen finden. Also gerade zum Auslesen dürfte es jetzt kein Problem sein. Und ja, wir haben jetzt zum Beispiel hier von Intel ein M2716. Das ist quasi die militärische Variante von diesem D2716. Und auch hier von SGS Thompson haben wir den. Also ich wähle den mal aus. Zum Auslesen dürfte es auf jeden Fall reichen. Lediglich beim Programmieren muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt verschiedene Programmierspannungen. Und ohne Datenblatt kann ich jetzt nicht sagen, mit welcher Spannung ich den beschreiben muss. Daher lese ich ihn jetzt nur mal aus und beschreiben, teste ihn an einem anderen. So, Chip rein und gehen wir mal auf Read und dann hier nochmal auf Read und der Chip ist ausgelesen und wie ihr seht, der ist leer. Wenn man jetzt einfach so einen Chip testen will, ob er leer ist, muss man auch nicht mal hier auf Read gehen, sondern kann gleich sagen, okay, Blank Check, Blank und er sagt mir, ja, der Chip ist leer. So muss man nicht das ganze Fenster hier durchscrollen, um zu schauen, ob der auch wirklich leer ist. Und hier habe ich auch einen M2716, also die militärische Variante. Der müsste auch noch beschrieben sein. Da habe ich nämlich das Label noch nicht vom Fenster runtergenommen und den habe ich gebraucht gekauft. Also irgendwas müsste da drauf sein. Stecke ich hier mal rein. Wir haben hier auch schon den richtigen ausgewählt. Ich gehe auf Read und dann nochmal Read. Und schauen wir mal. Ja, ist was drauf? Was? Keine Ahnung. Aber funktioniert ohne Probleme. So, was haben wir hier noch? Ich habe zum Beispiel jetzt hier noch diesen Flash-Speicher. Dann kann ich auch mal testen, ob der Adapter funktioniert. Das ist ein SST 39SF040. Also schauen wir mal, ob der drin ist. Ja, das ist der PLCC 32. Also das ist die Gehäuseform, für die ich den Adapter gebraucht habe. Wähle den mal aus und stecke das Ganze in den Programmer.
und dann auch wieder hier auf Read und schauen wir mal. Und, ja, der Chip ist ausgelesen und hier ist ebenfalls wieder der Inhalt. Was haben wir jetzt noch? Wir haben zum Beispiel noch hier das. Das ist ein Microcontroller von Atmel, ein AT-Tiny 15L und ja, der ist ebenfalls in einem Adapter drin, weil der schon sehr klein ist in SMD-Bauweise. So, stecken wir mal rein und dann schauen wir mal, der müsste eigentlich in der Liste drin sein. Der ist hier und da wähle ich auch wieder das richtige Gehäuse aus, weil den gibt es auch in ganz normaler DIP-Variante, dann könnte man direkt reinstecken, aber ich brauche den mit Adapter. Gehe dann auch wieder hier auf Read. Hier seht ihr auch dann, wie man den Adapter reinstecken muss. Also ist alles sehr benutzerfreundlich und schauen wir mal. Ah, da scheint was schiefgelaufen zu sein. Jetzt weiß ich nicht, ob das am Chip liegt oder ob es am Programmer liegt. Ich schaue mal, ob der richtig im Adapter ist. Und ja, scheint soweit zu passen, aber bevor ich jetzt hier den Programmer beschuldige, nehme ich mal noch einen anderen, weil ich habe von denen einige, die habe ich mal ganz günstig bekommen und ich weiß auch nicht, ob die überhaupt funktionieren. Moment, ich muss mal kurz schauen, ob ich einen finde, der aussieht, als könnte er funktionieren. Ja, und ich mache den mal in den Adapter rein. So, und schauen wir mal, ob der funktioniert. Also, wieder rein, festklemmen und dann nochmal auf Read und ha! Der Programmer war nicht schuld, der Chip war einfach kaputt und wir haben den jetzt ausgelesen. Und bei einem Microcontroller haben wir jetzt hier neben der Code-Memo-Ansicht, wo das Programm ist, auch noch hier die Data-Memo-Ansicht für den Speicher oder die Config-Ansicht. Da kann man den Microcontroller programmieren. Also die meisten Microcontroller haben noch solche Bits, wo man setzen kann, zum Beispiel um das Programm zu schützen, um einen internen Oszillator zu kalibrieren und so weiter. Und ja, scheint alles einwandfrei zu funktionieren. Und den programmieren wir jetzt auch mal mit zufälligen Daten. Also fülle ich jetzt hier wieder meinen Buffer mit zufälligen Zahlen und drücke hier auf Program. Und auch das Programmieren wurde erfolgreich abgeschlossen. Ihr seht auch, der löscht den erst, dann programmiert er ihn, dann vergleicht er ihn mit den Daten, die er auch lokal hat. Und so kann man dann sicher gehen, dass alles richtig programmiert ist. Was auch noch interessant ist, ist wie gesagt dieser In-System-Programmer, wo man die Chips auf der Platine programmieren kann. Den kann man jetzt hier für diesen Chip nicht auswählen. Aber jetzt nehme ich mal zum Beispiel einen, der im Arduino eingesetzt wird. Und ja, wähle ich mal aus. Und da seht ihr, da kann man dann hier ICSP-Port aktivieren. Das ist dieser In-System-Programmer. Und wenn ihr dann hier auf Programmieren geht, habt ihr nochmal einen Button, wo ihr seht, wie ihr das anschließen müsst. Das kann ich jetzt gerade leider nicht testen. Da müsst ihr erstmal einen Adapter bauen oder müsst mir das auf einer Platine zusammenstecken. Aber ich glaube mal, dass das funktioniert. Was haben wir jetzt hier noch für Chips? Wir hätten noch das hier. Das sind Logikbausteine, also digitale Logikbausteine, wie man sie zum Beispiel in alten Computern findet. Und die kann man jetzt hier auch mit diesem Programmer testen, was ganz hilfreich ist, wenn man so einen hat, um zu schauen, ob der defekt ist und was man halt tauschen muss in so einem alten Computer zum Beispiel. Und das ist ein SN7404, also gehe ich jetzt hier auf Logic IC und schau mal, ob der 7404 Typ dabei ist. Yep, ist dabei. Also wähle ich den aus, stecke den Chip in den Programmer. Und drück hier jetzt mal auf Test. Zack, zack, zack. Logic Unit 1 bis 6 wurde durchgetestet. Und alles ist normal. Also der Chip funktioniert. Als letztes habe ich jetzt hier noch das. Das sind auch EEPROMs. Allerdings sind das serielle EEPROMs. Also bei diesen ganzen großen EEPROMs, die wir bis jetzt gesehen haben, da werden die Daten parallel übertragen, also jedes Pinchen ist ein Bit von den Daten, die draufgeladen werden. Bei den EEPROMs wird das Ganze seriell draufgeladen. Also das ist die modernere Variante und der ist von Microchip und das ist ein 24FC512. Also gehen wir auch wieder hier ins Fenster, wählen 24FC512. Und der ist hier auch drin. Hier wähle ich auch wieder das ganz normale DIP-Gehäuse aus. Und schauen wir mal, ob wir den auslesen können. Und auch dieser serielle EEPROM wurde erfolgreich ausgelesen. Füllen wir den auch nochmal mit zufälligen Daten, um das Ganze vollständig zu testen. So, Programm. Und alles erfolgreich abgeschlossen. Also, ich bin eigentlich jetzt richtig positiv überrascht. Der Programmer macht, was er soll. Er programmiert. Er kann viele Bausteine programmieren. Wenn auch die Unterstützung von alten EEPROMs etwas dürftig ist. Aber ja, wenn man jetzt gerade so BIOS-Chips programmieren will, wenn man Microcontroller programmieren will, wenn man Logikbausteine testen will, wenn man RAM-Bausteine testen will, dann ist dieser Programmer eigentlich ideal,
und ich kann da auch meine volle Kaufempfehlung aussprechen. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist den dann zu kaufen, weil der beste Weg führt da wirklich über China. Also ihr müsst den bei eBay in China bestellen. Und das war es eigentlich auch schon zu dem TL-866 Universal Programmer. Wenn ihr da noch Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Gebt mir Daumen nach oben, wenn es gut war. Wenn es scheiße war, könnt ihr mir auch Daumen nach unten geben. Aber schreibt dann auch in die Kommentare, was scheiße war, dass ich mich verbessern kann. Ansonsten freue ich mich auch immer über ein Abo. Und wenn ihr mich abonniert, dann bekommt ihr auch immer gleich mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!